Hallo, ich bin ein Frosch, der gerne Auto fährt. Und das hier, wow, ist mein Trick. Oh, okay, das habe ich jetzt nicht unbedingt gewollt. Aber damit haben wir auf jeden Fall unser Auto nicht ganz richtig geparkt. Aber was soll ich denn sagen? Was sagst du dazu, Frosch? Oh, okay, alles klar. Wir müssen auf jeden Fall heute wieder was ganz Besonderes tun. Leute, es gibt natürlich wieder das Secret, was wir hier wieder auspacken müssen, ne? Denn wir müssen nämlich raus aus der Stadt. Warum wir auch raus aus der Stadt müssen, das habe ich in der ersten Folge erklärt, Leute. Falls ihr die nicht gesehen habt, unbedingt ansehen. Oh Gott, jetzt rutschen wir ein bisschen mit dem Gesicht hier herum. Das war jetzt nicht so geplant. Alter, yo, wie schnell. Wir bewegen uns. Hallo, wo rutsche ich denn hin? Oh Gott, dieses Spiel ist so komisch, Leute. Ich habe schon in der letzten Folge erklärt, wie komisch dieses Spiel ist. Und deswegen wollte ich eigentlich heute noch mal ein bisschen was anderes machen. Und diese Folge wollte ich einen anderen Weg einschlagen, okay? Weil es gibt nämlich ganz weit da hinten, hinter dem Swindon-Schild, so heißt übrigens der Ort, wo wir uns hier gerade befinden, ne? Dort ist so eine kleine Straße, seht ihr die? Und dafür haben wir tatsächlich sogar hier ein Auto. Sprich also, wir können einfach mal dorthin fahren und schauen, was da denn ist. Falls es so aussieht, als ob da nichts ist auf dieser Welt, ist da immer irgendwie was, was einen angreift. Theoretischerweise könnte uns auch jetzt ein Elefant angreifen, wenn wir uns nicht sicher sind. Mal gucken, was auf der anderen Seite des Berges ist. Da wird es bestimmt irgendwie was geben, hoffe ich mal. Oder es könnte auch sein, dass einfach die Straße aufhört. Bitte sag mir nicht, dass die Straße einfach aufhört. Was? What? Da ist tatsächlich was und da ist einfach ein riesiger, schwebender Zeppelin. Okay, lass uns das auf jeden Fall ansehen, was wir da haben. Hä? Steht denn hier herum? Einfach so ein Rollator. Ja. Oh, wow. Es ist der Opa-Frosch. Hey Leute, ich bin's, der Opa-Frosch. Weg von der Straße. Okay, gut, Opa-Frosch. So, Opa-Frosch steigt jetzt mal aus. So, steht jetzt mal kurz auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat gerade aber Opa-Frosch ein bisschen Verdauungsprobleme. Was haben wir denn da? Ist das hier ein Controller? Kann man den... Oh, den kann man auch benutzen. Hä? Wie benutzt man den? Oh, hä? Wir sind... Wir fliegen eine Drohne? Yo, crazy, was? Ist das eine Drohne? Hey, ich bin auf diesem Dach von dem Haus. Was ist denn das? Hier, das ist die Swindon High School, wo wir gerade sind. Wir haben einfach so eine Drohne, die wir einfach kontrollieren können. Oh Gott, jetzt bin ich aber hingefallen. Drohne? Hey, Drohne! Nein! Hey, flieg nicht weg! Drohne! Ah! Drohne, bleib hier! Oh Mann, jetzt habe ich einfach meine Drohne verloren. Ich habe gedacht, ich habe endlich mal was in diesem Spiel gefunden, was bleibt. Aber es bleibt gar nichts in diesem Spiel. Oh Gott, außer die Fürze von diesem Frosch. Es ist so nervig. Lass uns mal den Zeppelin angucken, wenn es hier nichts mehr gibt. Also da gab es jetzt einfach nur einen Rollator und eine Drohne. Okay. Schauen wir uns mal diesen Zeppelin. Oha, den kann man richtig steuern, sagst du, okay? Alles klärchen. Da würde ich mal sagen, ahoi und an Bord, ne, Kollegen und Kolleginnen. Oh, da liegt auch was auf dem Boden herum. Was ist das denn? Ey, das ist eine Kamera. Jo, was? Ich kann Sachen filmen. Jo, ich filme. Ich mach einen richtigen Film. Nicht schlecht. Warum ist da eigentlich ein Trampolin? Warum hat da jemand ein Trampolin hingestellt und es wieder weggetan? Jetzt bin ich gegen das... Oh Gott, ich möchte... Warte. Ich möchte das Ding hier nicht kaputt machen. Weil wenn ich da jetzt dagegen springe und dann explodiert es, dann haben wir nichts zum Fliegen, okay? Setz dich dahin. Okay. Oh, alles klar. Ich weiß nicht, wie die Steuerung hier... Okay, so dreht man ihn also. Okay, wenn man nach... Sag mal, dieser Zeppelin, der steht einfach nur auf einem kleinen Röllchen, ne? Ist einfach nur so ein ganz kleines Rädchen da unten. Können wir hier wieder nach oben fliegen? Ich würde gerne nach oben fliegen. Ich drücke sämtliche Knöpfe, um einfach mal nach oben zu kommen. Oh ja, okay. Okay, meine werten Damen und Herren, wir bewegen uns vorwärts. Oha! Oh, hier auf C! Auf C kann man fliegen! Leute, ich fliege! Ja, okay, nicht schlecht. Wir fliegen unseren eigenen riesigen Zeppelin. Ey, guck mal, da ist tatsächlich sogar die Straße, die da sogar geendet hat. Schaut euch das mal an. Und da hört einfach die Straße auf. Meine Güte, und dann mündet das hier einfach so ins Wasser rein. Nee, das lasse ich nicht mit mir machen. So, ich fliege jetzt einfach irgendwo anders hin, wo es schöner ist, okay? Hallo, meine werten Damen und Herren, mein Name ist Frosch von Frosch Airlines. Nehmen Sie sich ein Getränk und gerne auch noch eine Tüte Chips. Da unten ist ein Trampolin und es steht einfach nur so da herum. Und da oben, wie Sie sehen, wenn wir da jetzt weiter hochfliegen, können Sie sehen... Oh Gott, da ist ein Berg. Oh, flieg hoch. Nein. Oh Gott, ja, oh Gott, es ist nichts passiert. Okay.
Alles ist noch in Ordnung. Meine werten Damen und Herren, es gab eine kleine problematische... Uiuiui. Jetzt hör mal auf, her. So, ganz locker. Wir bleiben ganz locker, okay? Wir machen hier keine Zeppeline kaputt, solche sind wir nicht. Hey, man kann auch aussteigen und der fliegt dann so für dich. Und dann kann man sich auch hier hinten hinsetzen als Passagier. Ja, der chillt richtig. Guck mal, wie er sich da hingockert. Das ist mein Zeppelin hier, verstanden? Oh, okay. Die Karte wird aber ganz schön weiß hier oben. Bisschen zu weiß. Irgendwie hat das Ganze hier Farbe verloren. Aber es ist nicht schlimm. Vielleicht kann man ja den Himmel irgendwie erreichen. Oh, das wäre so krass, wenn es gehen würde. Aber ich glaube, es funktioniert nicht ganz. Aber was hier auf jeden Fall funktioniert, ist, dass wir hier... Ey, guck mal. Hier gibt es diese eine Straße, die wir jetzt gefahren sind. Also die hier rechts. Und da hinten führt eine andere Straße hin. Vielleicht, wenn ich jetzt einen Fallschirmsprung mache, kann ich vielleicht die andere Straße noch entdecken. Wollen wir das vielleicht mal probieren? Komm, wir probieren das mal aus. Es wird Zeit für unseren Fallschirmsprung. Let's go! Oh Gott. Oh, Junge. Alter. Okay, das ist auf jeden Fall... Oh Gott, Gott. Da sind wir auf jeden Fall am Start. Und ich glaube, wir kommen auf jeden Fall dort hinten irgendwie an. Wir können noch mal... Oh Gott. Wir können auf jeden Fall noch bei diesen kleinen Windrädern da hinten einen kleinen Stopp einlegen. Vielleicht... Oh Gott, gibt es da vielleicht auch noch eine Kleinigkeit, die man vielleicht entdecken kann? Oh, die Farbe vom Spiel ist wieder da. Oh, ich glaube, wir landen einfach nur... Oh, zum Glück kann der Frosch sich tatsächlich auf dem Rasen sehr schnell fortbewegen, indem er auf seinem Rücken rutscht. Ja, mal gucken, was es hier gibt. Aber, oh, steh auf, kleiner Frosch. Komm, wir schauen uns das mal hier ein bisschen genauer an. Was wir hier machen können, wir können eigentlich weitergehen, dort, wo die Straße eigentlich hineinmündet, weil da hinten, ne, scheint nämlich die Straße an einem Strand zu enden. Deswegen, lass uns mal gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen geradeaus kommen. Hey, das sind Leute. Warte mal, nein. Das sind echt Leute. Hey, da ist sogar ein Tourbus. Aua. Oh. Okay. Hey, Leute. Ich bin's, der Frosch. Ich bin am Strand. Oh, da ist ja Klopapier. Juhu. Lass uns das Klopapier werfen. Yeah. Yeah. Oh, wow. Ich habe gedacht, es zieht irgendwie eine Rolle oder sowas, aber tut's nicht. Wir haben hier einen riesigen Tourbus. Kann man den auch fahren, tatsächlich? Geht das? Nee, geht nicht. Ist abgeschlossen. Da hinten, ne? Hey, das ist so eine Umkleide, kann es sein? Oh Gott. Was ist denn das für eine Umkleide? Ich glaube, da können wir uns wieder ein neues kleines... Oh, wow. Wir haben uns einen Taucheranzug angezogen und wir wurden rausgeschmissen. Oh Mann. Okay, na gut, alles klar. Oh, was geht denn da ab? Da haben wir noch andere Frösche. Was geht ab, Frösche und Froschinis? Alles klar bei euch? Habt ihr Bock auf eine Runde tauchen? Okay, ich glaube, die haben keinen Bock auf eine Runde tauchen. Hallöchen. Oh, da schwimmt aber einer schon ganz schön lange. Oh, der hat sich auch hingesetzt. Ja gut. Freiheit! Hey, das ist voll der entspannte Strand hier. Ist das... Oh! Oh, oh! Sir! Sie da hinten! Sie müssen... Oh, er hat sich hingesetzt. Sie müssen dringend aufpassen, weil Sie werden gerade von 3 weißen Haien angegriffen. Oh, das ist schon kein Problem. Diese Tiere, ich liebe die. Ich habe schon immer mit denen zusammengearbeitet. Was ist eigentlich das da? Ist das Müll in dem Wasser? Ich habe jetzt ein bisschen Angst, ins Wasser zu gehen. Ah, nee, das ist ein Frosch. Okay. Es ist ganz schön gefährlich, hier zu schwimmen. Sie müssen aufpassen, so ein Hai könnte... Ich muss Sie da wegbewegen. Tut mir leid, Sir. Ich muss Sie aber auch ganz schnell... So, Sir, ich muss Sie hier wegbewegen. Das kann nicht so sein. Sie können sich nicht die ganze Zeit in der Nähe von irgendwelchen Haien aufbewahren. Gehen Sie lieber hier hin. Hier können Sie noch entspannt baden. Wir gehen, glaube ich, eine Runde Jetski fahren. Okay. Oh ja, tatsächlich. Boah, wow, der fährt richtig gut. Boah, der fährt richtig schnell sogar. Hey, ihr langweiligen Haie, was geht ab, ihr Loser? Guck mal, die bewegen sich sogar kaum. Das sind so kleine... Oh, doch. Oh. Okay. Entschuldige bitte. Oh, die drehen sich tatsächlich sogar. Oh, nein. Okay, alles ist gut. Wir können hier entspannt... Lass uns entspannt hier so einen kleinen Sprung machen, okay? Hier gibt es extra so Sprungbretter. Okay. Puh, die Haie verfolgen uns. Alles ist gut. Der eine Hai ist da hinten einfach am Strand, einfach so, einfach... Oh, okay. Alles entspannt. Ich nehme einfach die nächste coole... Oh, nö. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil sonst kann das hier nämlich gefährlich werden. Da hinten, die Rampe, die nehme ich, okay?
Ich nehme jetzt einen richtig, richtig schönen Anlauf und dann fliege ich hier über diese Rampe sowas von drüber, dass ich mir da richtig hoffentlich nichts breche. Okay? Ich glaube, ich schaffe das aber einfach so. Einfach einen coolen Sprung. Oh, okay. Also, ich fahre jetzt schon echt eine Weile hier durchs Wasser. Und da hinten, ne, an diesem Berg da, seht ihr das? Da gibt es so einen ganz kleinen schwarzen Pixel, der da so angezeigt wird. Und ich denke mir vielleicht sogar, dass da möglicherweise auch was sein könnte. Die Boje, die leuchtet tatsächlich sogar nicht grün. Warum leuchtest du denn nicht grün? Die leuchtet sogar rot. Ja, sag mal. Ah! What? Alter, warum? Okay, ich glaube, ich weiß, warum die rot leuchtet. Was war das? Oh, oh mein Gott, da ist er wieder. Okay, Leute. Ich glaube... Oh, da sind die Kleinen auch. Oh, ich glaube, ich habe die Mutti gefunden. Ich habe sowas von die Mutti gefunden. Mutti. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Alles ist entspannt. Leute, Leute, Leute. Okay. Ich glaube, wir machen doch den kürzeren Weg. Oh, what? Das ist so ein Riesenhai. Schau dich den mal an. Jo, 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 jo. Ganz ruhig, ihr kleinen Haie. Ey, ey, ey. Hier jetzt mal ganz entspannt die bleiben. Ey, ey, ey. Hey, kleiner Hai, kleiner Hai. Oh. Sag mal. Hey, hey, hey. Okay, 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 okay. Ich muss jetzt hier irgendwie schnell weg. Oh, er hat mich unter. Hey, der hat sogar. Oh, what? Wow, 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 wow. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich werde von den Haien gefressen. Nein, hört auf. Der eine hat mich. Der eine hat mich. Nein. Ich wurde einfach von den Haien gefressen. Oh, Leute. Ich bin raus. Schaut im Shop vorbei und gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video. Ciao!